Hallo liebe Hungrige, im heutigen Video geht es nicht um ein ganzes Gericht, sondern um die Herstellung einer Zutat. Und diese wiederum ist in gewisser Weise auch Voraussetzung für das morgige Video. Denn dann gibt es eine indische Suppe zum Entschlacken und Abnehmen. Wir wollen heute Ghee herstellen. Ghee ist geklärte Butter, also vergleichbar mit Butterschmalz, nur qualitativ äußerst hochwertig. In Reformhäusern oder Bioläden kann man es auch kaufen, allerdings eben relativ teuer. Da die Zubereitung nicht so kompliziert ist, wollen wir es heute einfach selber machen. Ich will auch nicht über die dabei ablaufenden chemischen Prozesse oder die Bedeutung für die indische, insbesondere die ayurvedische Küche philosophieren, denn dazu gibt es im Netz im Allgemeinen und auf YouTube im Speziellen schon eine ganze Menge. Und wer da wirklich detailliertes Wissen haben möchte, dem empfehle ich den YouTube-Kanal Ayurveda Schule. Ich will euch heute wirklich nur zeigen, wie man Ghee ganz schnell selbst zubereiten kann. Denn es sollte meiner Meinung nach eigentlich in keiner Küche fehlen. Wir brauchen dafür ja eigentlich nur 2 Stück Sauerrahmbutter. Das kann auch Süßrahmbutter sein und im Notfall geht auch ganz normale Butter. Diese geben wir nun in einen Topf und bringen sie bei mittlerer Hitze zum Schmelzen. Sobald sie geschmolzen ist, reduzieren wir die Energiezufuhr und köcheln weiter mit kleinster Hitze. Und bei 2 Stück für ungefähr 20 bis 25 Minuten, wenn ihr größere Mengen nehmt, erhöht sich die Zeit entsprechend, also bei 3 Stück ca. 30 bis 35 Minuten und bei 5 Stück 40 bis 45 Minuten. Während des Erhitzens trennen sich die Eiweißmoleküle und das Butterfett. Das Eiweiß setzt sich teilweise am Boden und teilweise als Schaum an der Oberfläche ab. Den Schaum nehmen wir gelegentlich mit einem Löffel ab und sowohl das Eiweiß von der Oberfläche als auch der Bodensatz, beides muss nicht weggeworfen werden, sondern eignet sich zum Beispiel zum Anbraten von Gemüse. Und wenn ihr den Schaum von der Oberfläche abnehmt, seht ihr auch schon, dass das Butterfett langsam immer klarer wird. Und auch sonst gibt es ein paar Veränderungen. Ganz am Anfang gab die köchelnde Butter ein Geräusch, was eher so an kochendes Wasser erinnert hat von sich. Und im Laufe der Zeit wird es eher so ein sanftes Blubbern. Und auch der anfänglich eher säuerliche Geruch wird dann eher etwas nussiger. Beim Köcheln selbst solltet ihr immer so ein bisschen in der Nähe bleiben. Denn spätestens so ab der 20. Minute besteht die Gefahr des Umschlagens. Das heißt, dass das Fett dann leicht anbrennt. Es hat dann nicht mehr diese goldene Färbung, sondern wird dann dunkler. Man kann es dann zwar trotzdem noch verwenden, es ist aber im Geschmack eben nicht mehr so toll. Ja, und so muss es dann halt aussehen. Parallel dazu haben wir ein Gefäß vorbereitet. Das kann aus Keramik oder auch aus dickem Glas sein. Und da gießen wir nun das heiße Ghee hinein und filtern es dabei. Ich habe hier mit einem Gummi Küchentücher in 2 Lagen darauf befestigt, aber auch ein feinmaschiges Sieb wäre denkbar. Und schlückchenweise wird das heiße Ghee nun hindurch gefiltert. Und wenn wir damit fertig sind, bleibt diese klare Flüssigkeit übrig, die, nachdem sie dann einige Stunden abgekühlt ist, so aussieht. Ghee bitte nicht im Kühlschrank aufbewahren, auch keinen Löffel im Glas lassen. Es hält sich nahezu unbegrenzt. Und in Abhängigkeit von der Zimmertemperatur kann es sein, dass es zwischendurch auch mal wieder ein bisschen flüssiger wird. Das macht aber überhaupt gar nichts. Ich wünsche euch Erfolg bei der Zubereitung, so kompliziert ist es ja nicht. Hoffe, dass ihr morgen auch wieder da seid und sage Tschüss, bye bye.